Guten Tag. Gut gemacht. Ich hoffe, eure Mühen zahlen sich aus. Den Text zum Questende. Erst nach Hallo. Zwei Stunden zu haben, wäre ja auch etwas blöd. Beim ersten Mal waren manche dieser Mädels nicht so nett. Was braucht ihr? Kashia möchte euch belohnen, weil ihr Blutrabe besiegt habt. Auch ich danke euch, obwohl Blutrabe einst meine Freundin war. Kashia. Hallo. Gleich. Erst gehe ich zur Kara. Seid gegrüßt. Ah, sie hält mich auch noch. Ihr sagt, Blutrabe glaubte, dass Andariel die Herrin des Verborgenen... Gut, da fehlt viel Text, weil im Englischen sagt sie nicht viel. Im Deutschen sagt sie, das ist eine niederträchtige Täuschung. Könnt ihr aber erklären, wieso unsere... und so weiter. Ich kann kaum glauben, dass ihr Blutrabe besiegt habt. Obwohl sie einst meine beste Freundin war, bete ich, dass ihre gequälte Seele für immer verbannt bleiben mag. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Und die Unterstützung der Jägerinnen. Einige meiner besten Kriegerinnen stehen zu eurer Verfügung. Tingle. Was ist das für ein Name? Und schaut nur, ich kann sich hier komplett ausrüsten. So macht das Ausrüsten Spaß. Guten Abend. Guten Abend. So, leider kenne ich ihr Element nicht. Deshalb kann ich auf Heere gehen und mir das Element aussuchen, mit dem ich am besten zurechtkomme. In der Regel ist es... eigentlich sollten hier drei Elemente sein. Oder vier. Also Poison sollte hier noch sein. Ich weiß nicht. Ich nehme auf jeden Fall erstmal Kälte. Olena. Oriana. Schicka. Divo. Ich glaube, Oriana klingt ganz gut. Kann ich sie auch gleich ausrüsten, falls ich etwas habe. Habe ich. Gut. Oder mit den Sachen hier. Ich habe hier ein paar Sachen gefunden. Das ist für mich. Ja. Und das möglicherweise auch. Ich muss mal schauen, ob die Fähigkeit auch mit diesen hier geht. So. Schuhe. Gerne. Das werde ich verkaufen. Das auch. Sekunde, ich packe noch einen Edelstein rein. Für Schuhe. Was habe ich für Schuhe? Boots. Attack Speed. Klingt gut. Danke. Danke. Sie ist sehr dankbar. So, ein paar Sachen können da noch rein, aber die habe ich gerade nicht. Die finde ich sicher demnächst. So, habe ich einen Bogen? Ich habe doch einen Bogen, oder? Ungenutzt hier. So. Braucht sie auch einen Köcher? Danke. Nein, einen Köcher braucht sie nicht. Von 1 bis 7 Danke. Auf 5 bis 22. Super. Gut, das wäre geschafft. Hier kommt, glaube ich, die nächste Quest.
Es ist klar, dass wir es mit einem Bösen zu tun haben, das schwer zu verstehen und noch schwerer zu bekämpfen ist. Es gibt nur einen Weisen der Horadrim, der in den Geheimnissen von Geschichte und Legenden unterwiesen wurde und uns beraten könnte. Sein Name ist Deckard Cain. Ihr müsst nach Tristram gehen und ihn finden. Ich bete, dass er noch lebt. Cain! Nach Tristram ist es zu Fuß viel zu weit. Cain wäre wahrscheinlich tot, bis ihr dort eintrifft. Aber es gibt ein magisches Portal, das euch im Handumdrehen dorthin bringt. Um es zu öffnen, müsst ihr euch in den Kreis der Monolithe stellen und sie in einer bestimmten Reihenfolge berühren. Die richtige Reihenfolge verraten die Runen, die in die Rinde des Inifusbaumes geritzt sind. Ihr müsst den heiligen Inifusbaum finden und seine Rinde zurückbringen. Ich werde die Runen übersetzen und das mystische Muster der Steine enträtseln. Hört zu, ich handle mit vielen seltsamen Dingen. Aber ich werde bestimmt nicht mit Rinde handeln, okay? Ich glaube, das hat er gesagt, so ungefähr. Lieber würde ich in mein eigenes Bierglas pinkeln, als nach Tristram zu reisen. Aber erst später, jetzt noch nicht. Ich meine den Text, nicht das mit dem Pinkeln. Vor Monaten begegnete ich einigen Überlebenden aus Tristram. Sie sagten, dass Cain halb verrückt geworden sei und Realität und Wahn nicht mehr unterscheiden könne. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die... Die Inifus-Rinde birgt mystische Runen. Akara kann sie übersetzen. Für unsere Rache. Auf Englisch klingt das anders. Into our revenge. Wenn ihr die Inifus-Rinde zurückbringt, wird Akara euch sagen, wie ihr nach Tristram gelangt. Akara... Nee. Moment. So... Hier habe ich einen Slot frei. Und jetzt... der optionale Teil der Krypta und des Mausoleums. Soll ich den weglassen? Er gehört eigentlich nicht zur Handlung. Ich glaube, ich lasse ihn weg. Ich finde auch so schon genug. Zeug. Krypta und Mausoleum würden wahrscheinlich viel interessanten Loot haben, aber den finde ich auch so. Und ich will das Let's Play nicht unnötig strecken. Schon schlimm genug, dass die Laufwege so groß sind. So, eigentlich müsste sich Orianna demnächst zu mir teleportieren. Ich hoffe, sie bleibt nicht da hinten stehen. Aber scheinbar doch. Na gut, dann hole ich sie eben raus. Ein Hoch auf die KI. Okay, komm hier, komm rüber. Jetzt stellt sie sich da in die Ecke und schämt sich. Ich glaube, sie bekomme ich jetzt nur noch auf eine Art raus. Einmal in die Krypta. Und wieder raus. Und hierhin. Ich hätte wirklich gedacht, dass sie sich zu mir teleportieren würde, wenn ich weit genug entfernt bin. Klarer Fall von falsch gedacht. Entering the Cold Plains. Könntest ein bisschen schneller sein, Orianna?
Schießen. Danke. Sie steht wahrscheinlich immer noch unter Schock. Diesmal weiß ich jetzt was nützlicher. Aber sie hat eine relativ niedrige Angriffsreichweite. Und bleibt gerne mal stecken. Targe. Nimm es. Choking gas. Ja. Und nochmal, weil es so schön war. Und dieser Giftschaden, der gilt nur für die Gegner, praktischerweise. Wenn man das auslöst. Zumindest bei diesem Schrein. Gibt sicher auch andere. Wie sie rübergerannt ist. Als hätte sie gesagt, habe ich da nichts was gehört? Werde ich gebraucht. Und rüber. Also für die Zuschauer, die auch das Vanilla Diablo 2 gespielt haben, die könnten mir ja die Frage beantworten. Ob es am Balancing liegt, ob das Spielemod tatsächlich zu einfach ist oder was mir nur so vorkommt. Das wollte ich auch noch ausprobieren, stimmt. Anscheinend geht das. Sollte auch mehr Schaden machen. 8 bis 40, 11 bis 46. Das führt in den Wald. In den dunklen Wald. Nein, der Wald kommt danach. Das ist die Steinebene, wo die Monolithen sind. Net Crusaders. Eigentlich könnte ich schon mal zum nächsten Level gehen. Ich muss nicht den ganzen Abschnitt hier aufdecken.
Ich glaube, hier war sowieso nichts Questrelevantes mehr. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge.